Na, guck mal an. Wackelpuppe Wahrnehmung. Sie haben eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Nur durch Beobachtung erkennen Sie die Schwäche. Ihre Wahrnehmung wurde dauerhaft um einen erhöht. Sehr, sehr nice. Ja, Museum hat nicht ganz so viele Items. Hat er wohl mal einen Brahmin geschossen oder erstochen. Dann haben wir hier noch das Hula-Mädchen. Irgendwelche Vorkriegsbücher. So. Da steht das kleine Mädchen. Dann gehen wir hier nochmal auf die Seite. Männerquartiere. Da dürfen wir nicht rein. Frauenquartiere auch nicht. Was ist das denn hier? Warum dürfen wir denn da nicht rein? Vielleicht sollten wir nochmal mit dem Mädel reden. Oder vielleicht unterhalten wir uns erstmal hier mit ihm hier. Hey, na los, etwas schneller. Ich habe zu tun. Ach komm, ich würde gerne mehr über die Republik erfahren. Shauna ist die Museumsleiterin, nicht ich. Was zum Henker wollen Sie? Ja, wo ist die denn? Dave hat zwei Ehefrauen. Erzähl mir mehr über den Typen Dave. Also Bob, ich würde gerne mehr erfahren. Sie müssen nur wissen, dass ich Daves stellvertretender Befehlshaber bin. Lassen Sie mich also in Ruhe. Und lassen Sie Rosie und Jessica auch in Frieden. Sie sind Daves Ehefrauen und müssen sich um wichtige Dinge kümmern. Kinder gebären. Taugt die Republik was? Das ist alles, was ich will. Taugt die Republik. Dave hat das Sagen. Wenn er nicht da ist, bin ich der Chef. Wenn Sie noch was wollen, gehen Sie zum Museum von Dave auf der linken Seite des Geländes. Dave hat zwei Ehefrauen? Ja, er hat zwei Frauen. Und sie gehen mir beide schwer auf den Zeiger. Man muss sie dauernd bei Laune halten, sonst fließen sofort die Tränen. Och. Erzähl mir mehr über diesen Typen. Dave ernannte mich zum stellvertretenden Befehlshaber von Daves Armee. Deswegen trage ich eine Waffe. Und er ist wahrscheinlich der Einzige. Ob ich davon Gebrauch mache, liegt an ihm. Och, das geht. Mit dir wären wir wohl fertig. Schön. Bis später. Ich will meine Ruhe. Ich habe Sachen für Dave zu erledigen. Dann mach du mal schön. Ja, leider ist da in dem Museum jetzt keiner. Wir können ja noch mal hier hinten gucken. Das sieht schon wieder nach Schussübung aus. Nein. Und hier war doch noch irgendwie so eine Trulla. Ich frage mich, warum wir da nicht rein dürfen. Hey, Kleine. Präsident Papa sagt, dass alle Leute, die nicht aus der Republik kommen, böse sind. Das stimmt nicht. Sind Sie wirklich aus dem Ödland? Ja. Toll! Sind Sie wirklich aus dem Ödland? Toll! Das scheint dann wohl Ihre Schwester zu sein, oder? Präsident Papa sagt, dass alle Leute, die nicht aus der Republik kommen, böse sind. Irgendwie hat mir das gerade schon mal jemand erzählt. Ralphie ist... Ist Ralphie eventuell eine Anspielung auf den Sohn von Morgan? Wichtige Sachen für Dave zu erledigen. Ich sehe schon. Nee, aber irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Ich glaube, die haben keine Kraft für uns. Hier ist niemand. Auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Wackelpuppe gefunden. Das ist doch schon mal etwas. Den Schlupfwinkel der Ameisterin haben wir angeblich noch nicht gefunden. Sendeturm, Tempel der Einheit. Old Omen. Waffenhaus Wheaton. Schrottplatz.
Grunde müssten wir eigentlich nur nach Süden winken. Hallo. Hallo. Da frage ich mich, warum wir das denn noch nicht gefunden haben sollen. Wir haben doch die Ameisterin quasi ja mehr oder weniger davon überzeugt, aufzugeben. Im Zweifelsfall haben wir das mit Waffengewalt erreicht. Aber das Kostüm der Ameisterin habe ich. Todeskralle! Naja, Jesse wird schon hinterherkommen. Jetzt können wir hier quasi gar nicht weitergehen. Oder doch? Wahrscheinlich kommt gleich die Mitteilung. Ihr könnt hier nicht weitergehen. Ja. Wir können hier nicht weitergehen. Ach, Jesse. Also wie gesagt, das Versteck der Ameisterin hatten wir ja schon gefunden. Eigentlich. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es dunkel wird. Muss doch bald schon da sein. So, nee. Sah jetzt so ein bisschen nach einer Höhle aus für mich. Da hatte ich mich wohl täuschen lassen. Wie weit ist denn das noch, ey? Ja, bin schon ein ganzes Stück vorangekommen. Ist noch.
ist die Stadt. Also war das doch nicht da oben irgendwo, wo wir gerade waren. Sondern hier ist diese Stadt. Geht's rein. Der Kuchenmodo. Ne, ich glaube, hier in den Tunnel sind wir noch nicht gewesen. Wir sind, meine ich, von der anderen Seite hier reingegangen. Meisterin haben wir gesehen, beziehungsweise erlegt. Aber ich glaube, ich konnte die mit Sprache überzeugen, aufzugeben, wenn ich das noch richtig habe. Lecker Ameisenfleisch. Verwinkelten Gänge hier in Fallout 3. Ich glaube, es ging in beide Richtungen. Dann kommen wir quasi an ihrem Thronsaal, will ich nicht sagen, aber ich glaube, es war so ein bisschen so wie ihr Wohnzimmer oder so. Gesessen nämlich, genau. Fluchtwinkel. Fluchtwinkel. Mein Hirn ist schon wieder so weich heute. Was haben wir denn da noch? Purified Water. Das nehmen wir doch mit. Ja, nicht exorbitant, aber immerhin, es hat sich gelohnt. Wir haben eine Flasche Wasser gefunden. Jetzt habe ich ihn. Aber es ist in der Tat, es ist ein Winkel. Auf und nieder, immer wieder. Plätschern. Ist auch so richtig Staub in der Luft. Das ist mir in Fallout 4 bisher noch nicht so aufgefallen, ehrlich. Na. Sehr schön. So, den Punkt haben wir also auch gefunden. Ja, was haben wir hier noch? Waffenhaus Wheaton.
glaube, da wohnte der andere Verrückte. Wenn ich das noch richtig habe. Warum wird die von den Ameisen nicht angegriffen? Und wieso rennen da überhaupt mal Ameisen rum? Eine freundliche Ameise noch. Hallo. Hallo, Machete. Was möchten Sie? Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Ich wollte nicht stören, sondern nur kurz Hallo sagen. Okay, hallo. Ach, egal. Ich bin Machete und ich habe Besseres zu tun, als mit Ihnen zu quatschen. Verschwinden Sie. Wahrnehmung, haben Sie Ihren Spitznamen aus Lamplight? Gut geraten. Ich war der härteste Verteidiger von Lamplight. Bekam meinen Spitznamen, als ich eine Maulwurfsratte mit einem Messer gekillt habe. Als ich ging, hoffte ich, an einem gemütlichen Ort wie Big Town vorbeizukommen. Dann bin ich hier gestrandet und Dorm stellte mich als Wächter an. Was können Sie mir über Canterbury Commons sagen? Dieser ganze Ort würde auseinanderfallen, wenn Dorm und ich nicht dafür sorgen würden, dass es nicht so viel Ärger gibt. Der fette alte Roe glaubt vielleicht, dass er den Ort regiert, aber in Wirklichkeit lässt Dorm den Idioten seinen Kram machen. Bin ich jetzt irgendwie eigentlich Tierfreund oder so, dass mich die Ameisen nicht mehr attackieren? Auszuschließen wäre es ja nicht. Da hat er wohl mal eben ein bisschen gebraucht, um die Texturen nachzuladen. Na, eine Karawane, die kommt mir doch gerade recht. Bist du die Händlerin? Ja. Nein. Hey. Möchten Sie einkaufen? Sehen Sie sich um. Nee, aber vielleicht willst du was kaufen. Ich würde gerne etwas über die Handelskarawane hören. Erzähl die Welt mal. Ist eben ein gefährlicher und unausgeglichener Ort. Ich habe erkannt, dass Frieden nur möglich ist, wenn alle potenziell gefährlich sind. Darum habe ich mit etwas Hilfe des Bürgermeisters von Canterbury Commons diese Karawane aufgebaut. Meine Waffen sind nicht gratis, aber günstig. Reparieren will ich nicht für was kaufen. Bitte, sehen Sie sich meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Fast kein Geld, wa? Verkaufen wir ein bisschen Alkohol. Vielleicht noch ein paar Drogen oder so. Wasser. Haben wir dann schon 199. Dann noch die 11. 175. Das passt doch. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Jo. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf. Aber sichi, Junge. Sichi. Total. Haben wir ihn total ausgenommen. Warum ist da ein Außenposten der Enklave? Hab ich dich! Wo? Gegner wieder gefunden. Runter! Eingeleitet. Zielspur verloren. Ziel gesichtet. War das schon alles? Nur ein Offizier. Experimentelle Roh-ID. Was ist das denn?
Keine Ahnung. Er hat mich gar nicht gesehen. Schade, ich hätte ihn beklauen können. Habe ich gar nicht gemacht. Feldforschungsterminal der Enklave, Camp Roh, verschlossen durchschnittlich. Was ist das denn? Beginning. Sehr schön. Enklave. Department of the Army Research and Development Field Operation Sector, lalala, welcome. You've been chosen by our great president to participate in this Camp Roh experiment. We have strategically deployed you to test out our newest technology, the R76H3 chip. Herein referred to as the Roh chip. The Roh chip sends out a short range signal that will allow you to freely wander this and only this camp under the protection of the provided armaments. It is suggested that you do not remove this card for any reason, as the defense system will only recognize the person in possession of the Roh chip. Thank you for your participation. We will be retrieving you in approximately 1 to 9 months. Wie nett. In 1 bis 9 Monaten kommen wir wieder. Boah, das ist doch vielversprechend. Da kann ich mir schon fast vorstellen, was die Herrschaften hier angestellt haben. Warte mal. Er hat doch hier so eine Hellfire-Geschichte. Ne, süßer Boy und die Lady. Was die dann hier wohl halten, anstellen können. Des Nächtens. Meine Rüstung ist noch in einem außerordentlich guten Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur so eine Mini-Plasmaspratze. So, wo müssen wir hin? Da. Da ist wieder der Händler. Ach, guck mal, da ist noch ein Türchen, das wir einschalten können. Das ist aber, glaube ich, gar nicht auf der Karte drauf, ne? So, ist das, oder? Nö, ist das nicht. Hüpf. Ja, elektrischer Schalter. Haben wir schon eingeschaltet. Na, wenn das so ist. Ich weiß nicht, ob wir Point Lookout heute noch erreichen, aber wir arbeiten auf jeden Fall uns stetig in Richtung Süden voran. Schönes Eck und ich. Gary. Irgendwie kann ich meinem Fall da wieder nicht glauben. Könnte glatt Big Town sein. Wird es aber nicht sein. Oh, das trollt's mal wieder. In den Schacht werden wir wohl nicht klettern können.
aber vielleicht sollten wir hier mal an dem eingestürzten Pfeiler gucken gehen. Vielleicht ist das ja ein Unterschlupf. Oder auch nicht. Langsam schälen sich die Taster, die Texturen aus dem Hintergrund. Mein Gott, jetzt habe ich schon wieder leichte Aphasie. Wir sind da hinten. Das sieht ja fast so aus, als wäre da irgendwas. Da ein Pilz drauf gemalt. Ich bin nicht tot. Noch lange nicht. Pulsgranaten. Macht weit die Tür, macht auf das Tor. Aha! Wo? Na, Leichter! Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Das habe ich schon festgestellt, Jesse. Waffenhaus Wheaton. Jetzt hier gerade anhört, aber irgendwie kenne ich mich. Mach dich fertig! Explosion! Ja. Aua! Immer eben das Bein zerschossen. So, Raketenwerfer brauchen wir nicht, den haben wir ja eigentlich selber. Aber wie gesagt, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor noch. Aus einem der vorherigen Zocks. Ziemlich ausgebombt aus hier. Nicht wahr? Dieser LKW explodiert. Dann nehmen wir den mal. Oh, Stimpack. Nichts weiter. Da kann man noch rein. Das machen wir gleich auch mal. Blaster Master Rüstung. Ich hätte
genommen? Nee, ich glaube nicht. Nein. Durchschnittlich verschlossen. Kanuck. Und das trotz Fähigkeit 100. Na komm schon. Energiezentrum kaufen. Nein, nicht der Pistole. Naja, egal. Wheaton Armory. Dann gehen wir doch mal rein. Knusper. Zerstörtes Buch brauchen wir nicht. Der Computer, noch ein Gewehrschrank. Gut. Und da ist nichts von Interesse drin. Zack, zack. Schwupp. Strahlt ordentlich hier. Muss ich ja zugeben. Das ist doch ein Raketensilo hier. Das ist so ein oller Raketensilo. Geschützt durch. Jesse ist mal wieder bewusstlos. Kein Glück. Yes. Raketen. So geht das, Jesse. Verschlossen sehr schwer. Tür öffnen, verschlossen sehr schwer. Up. Sehr schön. Ja, viel mehr Level haben wir auch gar nicht, ne? Medizin, reparieren. Wissenschaft. Machen wir mal so. Ein extra wählen. Was haben wir denn? Radabsorbierung, Partymädchen. Abgebrühtes Partymädchen, Entzugserscheinung des Alkohols leidet. Keine Schwäche. Gleichgewicht, Tiefschlaf. Quantum Apotheker. Nein. Solarenergie.
werden Rationspunkte wiederhergestellt. Aha. Infiltrierer, Schloss kaputt ist, brauchen wir nicht. Scheitert ein Heckversuch, brauchen wir auch nicht. Meisterhändler, wählen Sie mit der Preis hier des Gegenstandes. Nee, Händler kaufen wir 25% gesenkt. Das ist ja eher im Gegenteil, dass wir verkaufen. Wir kaufen ja eigentlich recht wenig. Any evil character you kill will have a finger on their corpse. This finger can then be sold to a certain person. Your identity is disclosed when you take the perk for capsule positive karma. Hört sich schon ganz gut an eigentlich. Ja? Verbesserung vorgenommen, das extra Cyborg füllt direkt 10% zur Schadensresistenz, zur Giftresistenz, Schadensresistenz und zur Fertigkeit Energiewaffen dazu. Ich bin Cyborg. Ja, und dann haben wir hier direkt auch noch US-Army 30 praktische Rezepte für den Flammenwerfer. Das scheint ein Kochbuch zu sein. Raketen. Lass mich raten, 5 mm. Nochmal 69. Zack. So, Heckenschützengewehr, Heckenschützengewehr. Die nehmen wir mal an uns. So, hier 30 praktische Rezepte. Große Waffen um 2 erhöht. Ich glaube, dann sind wir jetzt schon bei 102. Da hätte ich vielleicht mal vorher drauf achten sollen, ich Idiot. Habe ich nicht getan. Schade das. Dann könnten wir unser Heckenschützengewehr nämlich mal. Ach, das haben wir Jesse gerade gegeben oder vorhin. Auf jeden Fall können wir das dann mal reparieren, falls mal Not am Gewehr sein sollte. Stealthball. Ahnst es nicht. Der ist ja richtig, wird abzugreifen. Pulsminen, Messer brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Leicht verschlossene Munitionskiste. Ja, ich würde mal sagen, haben wir alles, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Die 2H-Klammerkiste, die nehme ich dir allerdings mal ab. Junge! Und dann speichern wir das auch mal. Wenn ich hier unten waren wir jetzt gerade noch nicht. Und es scheint auch so zu sein, dass wir da nicht unbedingt in den Silo direkt reinkommen. Und dann gehen wir halt wieder nach oben. Auch hier haben die Raider wieder einen ihrer Artgenossen aufgebaumelt. Wie auch echt die ganze Hütte munter am Strahlen ist. Das ist unglaublich. Aber dann hier schon. Nein, aber hier geht es auch leider nicht weiter. Jesse, hör auf mit den Barrelfässern hier Fußball zu spielen. Auch nichts weiter. Auf jeden Fall haben wir hier echt fett abgesahnt. Fett abgesahnt haben wir hier. Noch mehr Granaten. Ich kann da bald einen Verkauf von aufmachen. Ich denke, es wird auch eigentlich eine Sache gewesen sein, wo man früher wäre hingekommen. Wo man früher hingekommen wäre. Dann wäre das vielleicht eine Herausforderung gewesen. Aber so. War es nicht so wirklich der Brüller.
Auf jeden Fall haben wir jetzt mal unsere Waffen wieder aufgerüstet, gepimpt oder was auch immer man dazu sagen möchte. Ich habe noch eine Splittergranate. Wie gesagt, ich sollte den Plörren mal langsam verkaufen, weil so viel brauche ich da nicht mehr von. Nicht mehr in diesem Spiel. Gut, gibt es noch irgendwo einen Punkt hier in der Nähe, den wir noch nicht gefunden haben? Ja. Die Ruinen von Bethesda. Und ich habe schon gesagt, wir werden es irgendwie nicht schaffen, da heute bis zum Point Lookout zu kommen. Das werde ich dann wohl morgen machen müssen. Ist auch merkwürdig, dass hier im Grunde totale Zerstörung und nahezu vollkommen intakte Häuser direkt nebeneinander stehen. Ob man da vielleicht sogar reinkommt? Nein. Da ist ja noch eine U-Bahn-Station. Da ist ja noch eine U-Bahn-Station. Möglicherweise kommen wir von hier aus zu Galaxy News Radio. Und was ist denn da hinten noch für einer? Scheint uns nicht freundlich gesonnen zu sein. Ein Raider. Gehen wir denn mal. Jetzt wirst du. Ja, super. Mehr ohne Fahrschein. Sieht mir schon fast nach einer Impulsgranate aus. Kettengitter zu nach Untergrund von Bethesda. Der lebt noch. Ja, auch eine feine Sache. Habe ich in Fallout 4 noch nicht gesehen. Dass da auch mal was abfällt.